Mahlzeit, meine lieben Freunde. Ich mache gerade mal eine kurze Kakao- und Kuchenpause hier in Henrichenburg an der Hebebrücke, die seit gut 2 Jahren als Megabaustelle gesperrt ist. Wir haben jetzt schon Freitag nach 14 Uhr. Es wird hier echt tatsächlich gearbeitet. Also die Wiedereröffnungen waren schon mehrfach angekündigt. Ich glaube, die letzten 1,5 Jahre, 5, 6, 7 Mal. Letzten Monat sollte sie eröffnet werden. Ja, jetzt sagen wir mal, so wie es aussieht, sind heute fleißig die Jungs von der Firma Greve und Miltenberg und Gericken habe ich gesehen. Gericken aus Dortmund. Ja, was soll ich sagen? Mal gucken, wie weit sie kommen hier heute und ob wir nächsten Monat hier endlich mal wieder drüber fahren können. Das wäre nämlich echt eine schöne Sache, so die Verbindung zwischen Datteln und Waltrop. Das ist eigentlich eine sehr gut fahrende Straße. So, ich werde mich jetzt langsam hier verkrümmeln. Es fängt an zu stauben, wenn man sich das so da hinten mal anschaut, da mit dem Asphaltschredder, der gerade den alten Asphalt runterzieht. Und verbrannt. Naja, gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hau jetzt auch ab hier. Und dann schauen wir mal, was uns das Wochenende bringt. Bis dann, bye bye.